Cyberport präsentiert das Acer Predator 21X. Nicht von dieser Welt. So kann man das Predator 21X von Acer, das auf der IFA 2016 erstmals vorgestellt wurde, am besten beschreiben. Wie sich das Gaming-Notebook in der Praxis auf dieser Welt schlägt, erfahrt ihr nun in unserem ausführlichen Testbericht. Doch zuerst das Datenblatt. Unser Testgerät misst im geschlossenen Zustand 8,3 cm Höhe, 56,8 cm Breite und 31,5 cm Tiefe bei einem Gesamtgewicht von 8,8 kg. Das Curved Widescreen Display ist 21 Zoll groß und bietet uns eine Auflösung von 2560 x 1080 Pixeln. Im Inneren des Predator Notebooks arbeitet ein übertaktbarer Intel Core i7-7820HK Quad-Core-Prozessor mit maximal 3,9 GHz Taktrate. Ein 64 GB großer DDR4 Arbeitsspeicher kommt unterstützend hinzu. Für Daten stehen insgesamt zwei 512 GB PCI Express SSD-Speicher zur Verfügung sowie eine HDD mit einer Kapazität von 1 TB. Für die Grafik sind zwei NVIDIA GeForce GTX 1080 im SLI mit je 8 GB GDDR5X Speicher verantwortlich. Optisch erinnert uns das Acer Predator 21X an moderne italienische Sportwagen. Farblich ist das Notebook überwiegend in leicht mattiertem Schwarz gehalten. Dazu gesellen sich Elemente in Silber. Das kantige Design steht zudem im Kontrast zur Wölbung des Displays. Dieser Mix sieht zwar ungewöhnlich aus, gefällt uns aber außerordentlich gut. Aufgrund eines Gewichts von fast 9 Kilogramm verfügt unser Testgerät über einen soliden Stand. Für den mobilen Einsatz ist es aber weniger geeignet. Dank des mitgelieferten Hartschalenkoffers muss der Nutzer das Notebook aber auch nicht selbst schleppen. Die Verarbeitung ist sehr gut gelungen und auch die Scharniere halten das Display sicher in Position. Daumen hoch! Als Bildschirm wurde ein 21 Zoll IPS-Panel mit einer White Full HD-Auflösung, die für eine exzellente Schärfe sorgt, verbaut. Das Display unterstützt die G-Sync-Technologie, welche beim Zocken dafür sorgt, dass sich das Panel an die Framerate der Grafikkarte anpasst. Dadurch wird störendes Tearing vermieden und die Spiele laufen insgesamt flüssiger. Mit einer Bildwiederholungsrate von 120 Hz reagiert der Bildschirm sehr schnell, was sich besonders bei FPS-Titeln bemerkbar macht. Ein sehr gutes Ergebnis. Kommen wir zum Innenleben unseres Testgeräts. Verbaut wurde ein Intel Core i7-7820HK Prozessor, wobei der Quad-Core einen Basistakt von 2,9 GHz aufweist. Unter Last kann die CPU automatisch einzelne Kerne auf bis zu 3,9 GHz hochtakten. Dank des freien Multiplikators kann der Nutzer bei Bedarf den Prozessor auch manuell übertakten. Im Cinebench R15 erreicht der i7 im Auslieferungszustand sehr gute 815 Punkte. Bei der Grafikleistung dürfen wir mit zwei GeForce GTX 1080 von NVIDIA mit je 8 GB GDDR5X Speicher vorlieb nehmen. Damit sind alle aktuellen Titel absolut flüssig spielbar. Dank des 64 GB DDR4 Speichers kann man problemlos viele Anwendungen parallel öffnen oder auch hochauflösende Videos schneiden. Sehr gut! Beim vorinstallierten Betriebssystem handelt es sich um Windows 10 Home. Durch die beiden 512 GB großen SSDs, welche via NVMe Express bzw. PCI Express angeschlossen und sogar als RAID 0 konfiguriert werden können, sind Datenzugriffe mit hohen Übertragungsraten möglich. Dies sorgt vor allem beim Spielen für kürzere Ladezeiten. Weiterhin steht dem Anwender eine 1 TB HDD zur Verfügung. Wem das nicht reicht, für den sind im Predator 21X noch zwei freie 2,5 Zoll Schächte für eine Speichererweiterung verbaut. Softwareseitig sei vor allem noch die Eye-Tracking-Technologie von Tobii genannt. Mittels einer Infrarotkamera, die sich auf dem Scharnier des Notebooks befindet, wird der Blickwinkel des Nutzers erfasst. So kann die Perspektive des Charakters oder die Zielrichtung im Spiel mithilfe der Augen anstatt der Maus gesteuert werden. Dafür gibt's den Daumen nach oben. Zur Lautstärke und Temperaturentwicklung können wir noch Folgendes sagen. Unter Volllast sind die 5 eingebauten Lüfter zwar hörbar, aber nicht störend laut. Diesen Umstand verdanken wir dem aerodynamischen Design von 3 der 5 Kühler sowie der Größe der Lüfter. Alle Komponenten bleiben daher auch in hitzigen Gefechten auf einer LAN-Party in akzeptablen Temperaturbereichen.
sehr gut gemacht. Die Anschlüsse beim Predator fallen sehr vielfältig aus. Dank eines HDMI-Anschlusses und zwei DisplayPorts können externe Bildschirme angeschlossen werden. Eine praktische Funktion bietet zudem die sogenannte Killer Double Shot Pro-Funktion. Hierbei wird der normale Internetverkehr, wie Facebook oder Windows-Updates, über das WLAN geleitet und Echtzeitanwendungen wie Spiele bekommen den direkten Weg über den LAN-Anschluss. Somit gibt es weniger Lags beim Zocken. Einfach klasse! Die Tastatur ist mit mechanischen Cherry MX Brown Switches ausgestattet und kommt in einem klassischen Kuverts-Layout daher. Vorteil einer solchen Tastatur: sie ist langlebiger und bietet ein direktes Feedback für Zocker. Über Predator Sense kann die Beleuchtungsfarbe der einzelnen Tasten individuell festgelegt werden. Last but not least, das Numpad kann gedreht und so in ein Präzisions-Touchpad verwandelt werden. Ein sehr gutes Ergebnis. Obwohl es sich bei unserem Testgerät definitiv nicht um ein mobiles Endgerät handelt, möchten wir trotzdem ein paar Worte zur Akkulaufzeit verlieren. Schaut man lediglich Videos oder surft im Internet, schafft das Notebook ohne Kabel etwa 2 Stunden Betriebszeit. Angesichts der verbauten Komponenten ist dies ein beachtlicher Wert, zumal der Akku selbst satte 88 Wattstunden leistet. Spiele saugen die Batterie freilich schneller leer. Trotzdem gibt's von uns den Daumen nach oben. Unser Fazit: Das Acer Predator 21X bietet alles, was das Gamerherz begehrt. In allen Belangen, von Leistung über Display bis hin zur Tastatur, schneidet unser Testgerät sehr gut ab. Die Ausnahme bildet jedoch die Mobilität in Bezug auf Akkuleistung sowie Gewicht. Diesen Umstand können wir angesichts der restlichen Ausstattung jedoch gut verschmerzen. Daher geben wir 5 von 5 Cyberstars.